Wenn du selbstständig bist, musst du eine Einkommensteuererklärung abgeben. Und in dieser Einkommensteuererklärung musst du bestimmte Anlagen hinzufügen. Und zwar erstens die Anlage G oder Anlage S. Je nachdem, ob du G werbetreibend bist oder S für freiberuflich. Also selbstständige Tätigkeit. Und du musst die Anlage EÜR abgeben. Und mit diesen Anlagen haben wir ein Problem. Beziehungsweise nicht wir, sondern ganz viele Steuer-Apps. Es gibt ja eine ganze Reihe von Steuer-Apps, die einem das Erstellen der Einkommensteuererklärung vermeintlich einfach machen. Das Problem ist, dass die meisten dieser Steuer-Apps die Anlagen G, S und EÜR nicht unterstützen. Das heißt, wir als Selbstständige können die meisten Steuererklärungs-Apps, die man so in der Presse und in Medien und in Vergleichstests sieht, die können wir gar nicht benutzen. Und das ist natürlich super ärgerlich, weil uns bleibt dann noch übrig, uns bei Elster Online einzuloggen. Das können wir machen, das ist auch kostenlos und du findest auf diesem Kanal auch eine ganze Reihe von Tutorials, damit du dich bei Elster Online zurechtfinden kannst. Die verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Schau da gerne vorbei, da kannst du natürlich Anlage G, S, EÜR und so weiter ohne Probleme ausfüllen. Für diejenigen, die gerne ein schönes Tool hätten und selbstständig sind, gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und die beste Möglichkeit, die du hast, ist meiner Meinung nach Wieso Steuer. Ich selbst benutze für meine Steuererklärung schon seit vielen Jahren Wieso Steuer und inzwischen auch meine Familienangehörigen, Verwandte und Freunde und so weiter. Alle, die selbstständig sind, habe ich inzwischen davon überzeugt, Wieso Steuer zu verwenden. Warum? Weil Wieso Steuer deutlich einfacher ist als Elster Online und du kannst die Anlage S, Anlage G und Anlage EUR und die Umsatzsteuererklärung und die Gewerbesteuererklärung und so weiter, all das kannst du machen bei Wieso Steuer. Das heißt, du kannst in einer schön aussehenden Software all das erledigen, was du als Selbstständiger in deiner Einkommensteuererklärung abgeben musst. Und das wollen wir uns in diesem Video mal im Detail anschauen. Das heißt, ich nehme dich mit auf meinen Bildschirm und wir schauen uns mal den ganzen Bereich für Selbstständige an. Also Anlage G, S und EÜR. Und mit diesen einführenden Worten wechseln wir einmal auf meinen Bildschirm. Wir befinden uns hier im Dashboard von Wieso Steuer. Ich habe mir also einen kostenlosen Account angelegt. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, schau mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da findest du den Link zu Wieso Steuer und kannst dir auch einen kostenlosen Account anlegen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zum Thema Bezahlen. Wieso Steuer kostet, wenn du es einmal benutzen möchtest, 46 Euro für die Abgabe der Steuererklärung oder 36 Euro im jährlichen Abo. Da du als Selbstständiger ja keine Wahl hast, ob du nächstes Jahr die Steuererklärung abgeben möchtest, weil solange du selbstständig bist, musst du eine Einkommensteuererklärung abgeben, würde ich dir empfehlen, nimm einfach das Abo, dann zahlst du 36 Euro, das ist übrigens auch der Bruttobetrag und du kannst den Vorsteuerbetrag geltend machen. Du zahlst dann unterm Strich so ungefähr 30 Euro für die Abgabe der Steuererklärung und das ist es ehrlicherweise für mich persönlich meine Lebenszeit wert, um mich nicht mit Elster Online rumschlagen zu müssen. Was sehen wir hier? Wir sehen erstmal das Dashboard und haben jetzt die Möglichkeit hier auszuwählen, welche Steuererklärung wir machen wollen und hier sieht man auch Umsatzsteuererklärung und Gewerbesteuererklärung kann ich mit Wieso Steuer also auch machen und das Steuerjahr. Wir machen die Einkommensteuererklärung für das letzte Jahr und klicken hier auf Steuererklärung anlegen. Dann arbeitet er ein wenig und wir haben so das typische Setup. Und zwar gehen wir hier vielleicht noch einmal auf die Startseite. Wir wollen uns da ganz gezielt einmal anschauen, wie sieht das Ganze eigentlich im Aufbau aus. Wir sehen hier auf der linken Seite die unterschiedlichen Steuererklärungen. Das heißt, da kann man später dann auch noch wechseln auf die Umsatzsteuererklärung und gegebenenfalls Gewerbesteuererklärung, wenn du die auch abgeben musst. Und hier sehen wir den aktuellen Fall, also die Einkommensteuererklärung 2023. Und da können wir reingehen, indem wir darauf einmal klicken. Und dann sehen wir auch auf der linken Seite einmal das Menü. Das heißt, das, was wir insgesamt alles ausfüllen müssen für diese Einkommensteuererklärung. Wir wollen jetzt einmal direkt in den Bereich reinspringen, der für Selbstständige relevant ist. Natürlich musst du so deine Standarddaten eingeben, also deine Steuernummer, deine Anschrift, hast du Kinder, was sind deine sonstigen Einkunftsquellen und so weiter. Wir schauen uns jetzt hier an dieser Stelle nur das an, was für Selbstständige relevant ist und dafür klicken wir einmal auf weitere Einkunftsarten und bei den weiteren Einkunftsarten können wir auswählen, welche Einkunftsarten wir denn sonst noch hatten, also nicht selbstständige Arbeit, also ein Job oder Ersatz für Einkommen, Rentner, Sparer und Vermieter, Selbstständige und andere Einnahmen. Und wir sind selbstständig. Und zwar entweder freiberuflich. Freiberuflich heißt im Einkommensteuerrecht immer selbstständige Arbeit, also freiberufliche Tätigkeit, eine gewerbliche Tätigkeit oder einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. Ich wähle hier an dieser Stelle einfach mal die freiberufliche Tätigkeit aus. Und wenn ich das hier auswähle, öffnet sich quasi im Hintergrund, das sieht man hier nicht, die Anlage S und die Anlage EÜR. Das heißt, hier öffne ich den ganzen Bereich für die Anlagen, die als Freiberufler
sogar relevant sind. Wenn ich auf Gewerbebetrieb klicke, dann öffne ich quasi die Anlage G und die Anlage IUR. Das sieht man hier nicht, weil das Ganze einfach ein bisschen nutzerfreundlicher gestaltet ist. Und zwar sieht das Ganze so aus, wir sehen hier auf der rechten Seite übrigens auch, es gibt hier eine ganze Reihe an Hilfevideos und Hilfetexten. Und diese Hilfetexte sind tatsächlich auch hilfreich. Anders als die Hilfetexte bei Elster Online, die man ehrlicherweise ohne so ein Studium der Verwaltung in Deutschland nicht so richtig verstehen kann. Wir können das Ganze aber auch einmal ausklappen und dann sehen wir ein bisschen mehr diese Struktur. Und hier sehen wir erstmal eine Übersicht von Tätigkeiten, die wir möglicherweise gehabt haben könnten, wenn wir sagen, dass wir Freiberufler waren oder sind. Und zwar sind es einmal ganz normal die freiberuflichen Tätigkeiten, also ganz normal freie Berufe. Dann gibt es auch noch sonstige selbstständige Tätigkeiten und weitere Tätigkeiten. Zum Beispiel, wenn du Aufsichtsratsmitglied bist, dann ist deine Vergütung tatsächlich auch freiberuflich eingestuft. Dann kannst du das Ganze hier eingeben. Dann gibt es die Ehrenamts-, die Übungsleiterpauschale. Das heißt, das ist unter Umständen steuerfrei. Auch das musst du zumindest einmal in der Steuererklärung angeben. Dann gibt es Beteiligungen. Das heißt, wenn du an der GbR beispielsweise beteiligt bist, an einer Freiberufler GbR, zum Beispiel ihr seid Architekten und habt euch zu dritt zusammengetan und habt zusammen ein Architekturbüro, dann gehört dir ja ein Gewinnanteil. Das heißt, das sind dann Einkünfte aus Beteiligungen und gesonderter Feststellung. Gibt es Einkünfte aus Steuerstundungsmodellen und so weiter. Man sieht hier also, hier wird es ein kleines bisschen speziell schon Veräußerungen und Betriebsaufgaben. Auch dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das findest du unten, wie man so ein Veräußerungs- oder ein Aufgabegewinn berechnet von einer Selbstständigkeit. Dann gibt es steuerfreie Sanierungserträge und so weiter. Man sieht also, das Ganze ist schon sehr speziell. Du kannst hier immer auf dieses Fragezeichen klicken und dann öffnet sich hier dieser ganze Hilfebereich. Diese ganzen Dinge sollten für die meisten von euch allerdings nicht relevant sein. Was allerdings wahrscheinlich für die meisten spannend ist, sind ganz normal hier oben diese freiberuflichen Tätigkeiten. Und hier klicken wir einfach mal auf diesen Button und dann öffnet sich ein gesamter neuer Bereich. Und dieser Aufbau von Visosteuer ist wichtig zu verstehen, weil man neigt intuitiv ganz häufig dazu, hier unten einfach auf diesen Knopf zu drücken. Dann schließt man aber den jeweiligen Bereich. Das heißt, man landet dann jeweils wieder eine Menüebene drüber. Aber wenn du das ausfüllen möchtest, dann klickst du dich quasi immer weiter in die Tiefe. Also wir schauen uns das mal an. Hier jetzt gibt man nochmal sonstige Angaben, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Einnahmen eintragen möchte, klicke ich hier drauf und bin dann nochmal eine Ebene tiefer. Und dann scrolle ich runter und fülle die ganzen Felder aus und klicke mich quasi so in die Tiefe. Und mit dem Button auf Fertig gehe ich dann wieder in die nächsthöhere Ebene. Das heißt, das kann man mit Fertig machen. Man kann das Ganze aber auch hier oben in der Menüstruktur machen, indem man hier einfach auf Selbstständige klickt und dann sieht man hier die oberste Ebene, dann sieht man hier die zweite Ebene und man klickt sich dann hier so durch und sieht oben im Menü, wo man sich gerade genau befindet. Das ist zugegebenermaßen, wenn man das erste Mal davor sitzt, ganz häufig erstmal so ein bisschen verwirrend. Aber wenn man mal verstanden hat, wie die Menüstruktur aufgebaut ist, dann kommt man damit eigentlich ganz gut klar. Ich würde immer hier oben drauf schauen. Das heißt, hier oben sehen wir bearbeiten jetzt den Bereich Selbstständige und haben hier jetzt eine freiberufliche und selbstständige Arbeit ausgewählt und machen jetzt hier die Angaben. Und auch die Angaben hier sind in erster Linie noch Angaben, die dann später in der Anlage S landen. Und zwar schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Und zwar schreibe ich hier die Berufsbezeichnung oder Tätigkeit meiner selbstständigen Arbeit rein. Und ich bin Autor. Autorentätigkeit ist eine freiberufliche Tätigkeit. Wie jeder weiß, ich habe ein Buch geschrieben, ein Gründungsratgeber. Schaut gerne mal vorbei. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und da habe ich natürlich irgendwie meinen Gewinn ermittelt. Und den Gewinn ermittelt man entweder mit der Einnahmenüberschussrechnung oder der Bilanzierung. Das ganze Thema möchte ich hier an dieser Stelle nicht aufmachen, um ehrlich zu sein. Ich habe zu dem ganzen Thema Buchhaltungsarten schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Du kannst dir hier an der Stelle merken, Freiberufler machen eigentlich immer eine Einnahmenüberschussrechnung, außer sie entscheiden sich ganz bewusst für die Bilanzierung, was in den allermeisten Fällen aber keinen Sinn ergibt. Und dann kommen wir zu einem Bereich, der meiner Meinung nach extrem wichtig ist und der auch die große Stärke ist von Visosteuer. Und zwar habe ich hier unterschiedliche Möglichkeiten, die Anlage IUR, also die Einnahmenüberschussrechnung bei Visosteuer quasi einzugeben. Und zwar ist die erste Möglichkeit, die Einnahmenüberschussrechnung soll mittels programmunterstützter Eingabe erfolgen. Das ist vor allem für diejenigen interessant, die nicht unterjährig eine laufende Buchhaltung gemacht haben. Zum Beispiel Kleinunternehmer. Wenn du so ein paar Belege einfach unterjährig hattest, nebenberuflich selbstständig warst und so weiter und einfach keine laufende Buchhaltung gemacht hast, dann solltest du das erste auswählen. Dann kannst du nämlich wirklich jede einzelne Transaktion, jede einzelne Rechnung separat hier bei Visosteuer eingeben und dann baut Visosteuer dir daraus die
Anlage EÜR. Das schauen wir uns natürlich gleich an. Wenn du aber ein Buchhaltungsprogramm hast und quasi schon so eine Auswertung hast, die dir eigentlich schon die Zahlen für die EÜR vorgeben, das heißt, wenn du so einen Export hast aus deinem Buchhaltungsprogramm, was schon so aufgegliedert ist mit Betriebseinnahmen und so weiter und hier stehen die jeweiligen Beträge, dann brauchst du nicht die programmgestützte Eingabe, dann kannst du das Ganze einfach formularbasiert eingeben. Formularbasiert heißt im Wesentlichen, du siehst dann einfach diese einzelnen Felder und kopierst dann diese Zahlen jeweils bei Wieso Steuer einfach rein. Und das ergibt immer dann für dich Sinn, wenn du halt schon diese Auswertung hast und wenn du unterjährig eine Buchhaltung gemacht hast. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass du nicht nur die Buchhaltung schon irgendwo gemacht hast, sondern sie auch schon abgegeben hast. Denn die Anlage EÜR kann man tatsächlich auch mit einigen Programmen so schon abgeben. Oder du hast einen Buchhalter oder einen Steuerberater, der nur deine laufende Buchhaltung macht, inklusive des Jahresabschlusses, also inklusive der Einnahmenüberschussrechnung. Und dann hat dein Steuerberater oder dein Buchhalter unter Umständen die Anlage EÜR schon übermittelt. Das bedeutet, du musst sie hier im Rahmen deiner Einkommensteuererklärung nicht noch einmal abgeben. Dann klickst du hier und sagst, es soll nur der Gewinn bzw. Verlust eingetragen werden, weil die Anlage EÜR schon irgendwie abgegeben worden ist. Das ist ohne Probleme machbar. Das führt für dich, also für Wieso Steuer, das, woran du gerade arbeitest, dann dazu, dass die Anlage EÜR nicht generiert wird, weil die halt über das andere Programm, über den Steuerberater, über den Buchhalter schon übermittelt worden ist und du gibst dann hier nur noch die Einkommensteuererklärung mit Anlage S ab. Und eine vierte Möglichkeit ist, dass die Daten importiert werden. Wir bleiben einfach mal bei dem ersten Beispiel, weil wir uns mal die programmgestützte Eingabe anschauen wollen. Und dann müssen wir im Folgenden ein paar Angaben machen. Und zwar müssen wir erstmal sagen, gibt es eine abweichende Betriebssteuernummer? Du hast ja eine Steuernummer für deine Einkommensteuererklärung. Wenn du selbstständig bist, aber für deine Selbstständigkeit ein anderes Finanzamt zuständig ist, weil du zum Beispiel deinen Betriebssitz woanders hast als deinen Wohnsitz, dann kann es sein, dass du für deinen betrieblichen Part eine andere Steuernummer hast. Also für deine Umsatzsteuererklärung, gegebenenfalls Gewerbesteuererklärung und tatsächlich auch für die EÜR, weil die EÜR ja quasi das Ergebnis aus deiner Selbstständigkeit ist. Wenn das so ist, dann klickst du hier einfach auf Ja und gibst dann die Steuernummer an. In den allermeisten Fällen von euch, weiß ich aus den Kommentaren, ist es allerdings so, dass ihr von zu Hause aus selbstständig seid, dann klickst du hier einfach auf Nein, weil du nur eine Steuernummer hast und die hast du ja in der Einkommensteuererklärung schon direkt bei den persönlichen Angaben mit eingetragen. Wenn du keine Steuernummer haben solltest, weil du vielleicht gerade gegründet hast und gerade umgezogen bist und du vom neuen Finanzamt noch keine Steuernummer bekommen hast und so weiter, dann kannst du hier angeben, dass du keine Steuernummer hast und kannst stattdessen dann deine Adresse angeben, damit das Finanzamt intern das Ganze zusortieren kann, wohin eigentlich diese Selbstständigkeit gehört. Im Folgenden gibt es noch drei Bereiche, und zwar einmal die Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, da klicken wir gleich drauf. Aber es gibt auch noch zwei Besonderheiten, zu denen du Angaben machen musst. Und zwar unter Umständen hast du ermäßigt zu besteuernde Gewinne, also außerordentliche Einkünfte. Wenn du nicht weißt, was das ist, klickst du einfach hier und siehst, das sind zum Beispiel so Entschädigungszahlungen oder aber so eine Vergütung für mehrjährige Tätigkeiten. Das ist in der Regel nicht der normale Fall, aber wenn du da so etwas haben solltest, dann machst du hier noch einmal Angaben, klickst dann da drauf. Wir haben das Ganze nicht, gehen deswegen wieder die Ebene nach oben. Und für diejenigen, die an einer Personengesellschaft beteiligt sind, die haben unter Umständen eine Steuerermäßigung, und zwar eine Steuerermäßigung nach § 34a Einkommensteuergesetz. Bei Personengesellschaft ist es nämlich so, dass du unter Umständen steuerliche Vorteile hast, wenn du deinen Gewinnanteil aus dieser Personengesellschaft nicht ausschüttest, also an dich und an die anderen Gesellschafter, sondern das Geld in der Firma behältst, um es dann da zu reinvestieren. Das Ganze heißt thesaurieren. Und wenn du Geld in einer Personengesellschaft thesaurierst, dann zahlst du unter Umständen darauf weniger Steuern. Das Ganze gibt es aber bei Einzelunternehmen nicht. Für dich als Einzelunternehmen ist es vollkommen egal, wo dein Geld liegt. Ob es auf dem privaten Konto liegt, auf dem Geschäftskonto liegt und so weiter, ist steuerlich vollkommen egal. Deswegen kannst du es dir ausschütten, wie du möchtest. Aber wenn du eine Beteiligung hast an einer Personengesellschaft, dann kann das Ganze hier unten für dich interessant sein. Was wir jetzt im Detail anschauen wollen, ist der ganze Bereich Einnahmenüberschussrechnung. Hier oben haben wir ja eingestellt, wir wollen eine programmunterstützte Eingabe vornehmen. Und wenn wir hier jetzt auf Einnahmenüberschussrechnung klicken, dann kommen wir eine Ebene weiter runter. Wir sehen hier oben das Menü, wir sind im Bereich Selbstständigkeit, dann freiberufliche und selbstständige Arbeit und sind dann in meiner ganz konkreten Selbstständigkeit, also meiner Autorentätigkeit. Und jetzt kann ich hier Angaben machen. In der Steuererklärungsanlagenlogik kann man eigentlich mehr oder weniger sagen, hier oben waren wir bei der Anlage S und jetzt sind wir angekommen in der Anlage EÜR. Als erstes solltest du die Rechtsform deines Betriebes angeben. Für die meisten von euch, die einfach nur freiberuflich sind, ist die richtige Angabe ein
freier Beruf. Und dann machst du eine Angabe zu deiner Umsatzsteuerpflicht. Das heißt, wenn du ganz normal umsatzsteuerpflichtig bist, dann gibst du hier Umsatzsteuerpflicht an. Du hast auch unter Umständen umsatzsteuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzugsberechtigung. Das wäre zum Beispiel so, wenn du als Arzt tätig bist oder Hebamme oder Versicherungsvermittler, dann hast du umsatzsteuerfreie Umsätze, hast aber keine Möglichkeit, Vorsteuerabzug geltend zu machen. Dann gibt es unter Umständen auch steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzugsberechtigung. Das ist eher die Ausnahme, muss ich ehrlicherweise sagen. Was wieder auf ein paar mehr von euch zutreffen könnte, ist die Anwendung der Kleinunternehmerregelung. Weil du als Kleinunternehmer weist ja auch keine Umsatzsteuer aus und hast dann auch keinen Vorsteuerabzug. Das heißt, hier könntest du auswählen, du bist Kleinunternehmer und dadurch hast du mit dem ganzen Thema Umsatzsteuer halt nichts weiter zu tun. Ich belasse es aber einmal bei den umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen. Jetzt musst du hier noch ein paar Angaben machen zu dem entsprechenden Wirtschaftsjahr bzw. dem Jahr, für das du die Steuererklärung machst. Also in dem Fall jetzt 2023. Und zwar einmal die Frage, lag ein Rumpfwirtschaftsjahr vor? Ein Rumpfwirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsjahr, was nicht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember geht. Und wenn das Kalenderjahr dein Wirtschaftsjahr ist, dann ist das normalerweise immer so, dass das gesamte Kalenderjahr dein Wirtschaftsjahr ist. Außer bei zwei Ausnahmen. Und zwar erstens, im Gründungsjahr hast du in der Regel nicht am 1. Januar angefangen, sondern irgendwann im Laufe des Jahres. Das heißt, dann hast du nur ein Rumpfwirtschaftsjahr und wenn du mit deiner Selbstständigkeit aufhörst. Das machst du wahrscheinlich auch irgendwann im Laufe des Jahres und dann hast du auch kein vollständiges Jahr. Und immer dann hast du ein Rumpfwirtschaftsjahr und dann klickst du hier auf Ja und gibst dann den Zeitraum an, in dem du selbstständig warst. Wichtig, hier geht es immer nur um das Jahr. Also wann warst du im Jahr 2023 selbstständig? Also wenn du gerade gegründet hast, beispielsweise vom 12.06. bis zum 31.12.2023. Bei einer laufenden Selbstständigkeit klickst du hier einfach auf Nein. Dann musst du hier noch einmal beantworten, ob deine Selbstständigkeit in dem entsprechenden Jahr beendet worden ist, weil dann gibt es unter Umständen einen Aufgabegewinn oder einen Veräußerungsgewinn. Die meisten von uns hören aber nicht ständig mit ihrer Selbstständigkeit auf, deswegen lassen wir das hier auch mal bei Nein. Und dann gibt es noch Fragen zu Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Das möchte ich hier mal überspringen, weil das eher auch ein Ausnahmefall ist. Und ehrlicherweise, wenn du irgendwas mit Grundstücken in deinem Betriebsvermögen machen solltest, sprich bitte mit einem Steuerberater vorher, weil da kann man ja ein paar Dinge gut machen oder halt auch fundamental schlecht und das führt dann zu einer erheblich höheren Steuerlast. Das heißt, immer wenn ganz viel Geld im Spiel ist, dann solltest du vorher auf jeden Fall mit dem Steuerberater sprechen, weil dann lohnt sich das Investment in so eine Beratung einmal. Und dann gibt es hier noch so ein Verzeichnis für Anlage- und Umlaufvermögen. Das sollte für die allermeisten von euch auch nicht relevant sein. Deswegen lassen wir das hier auch einmal auf Nein. Der nächste Part ist wichtig. Hier geht es um dein Betriebsvermögen. Das heißt, dein Anlage- und Umlaufvermögen. Und zwar gibt es nicht nur die Anlage EÜR, sondern auch die Anlage AV-EÜR. AV steht für Anlagevermögen. Das bedeutet zum Beispiel dein Smartphone, dein Computer, dein Schreibtisch, dein Schreibstuhl, dein Firmen-Kfz und so weiter. Das ist dein Anlagevermögen. Das ist das, was dauerhaft in deinem Unternehmen ist und dauerhaft für deine Selbstständigkeit arbeitet, um es mal so zu sagen. Das sind die Dinge, die du abschreiben musst. Und das Ganze kannst du hier erfassen und das, was du hier erfasst, landet dann in der Anlage AV-EÜR. Du siehst hier auch eine Übersicht von Dingen, die potenziell zu deinem Anlagevermögen gehören könnten. Grund und Boden, klar, Betriebsgebäude, Betriebsfahrzeuge, das könnte für euch relevant sein. Das heißt, hier kannst du dein Firmen-Kfz einmal eintragen, damit der dann über die Abschreibung auch in der EÜR landet. Also die Abschreibungsbeträge, die kannst du ja als Betriebsausgabe absetzen und hier kannst du quasi dein Auto anlegen. Und hier sehen wir ganz gut die Struktur. Das heißt, hier haben wir uns echt schon in die Tiefe begeben. Hier sind wir nämlich jetzt nicht nur in der Einnahmenüberschussrechnung, sondern dann im Betriebsvermögen und können jetzt hier im Bereich Betriebsfahrzeuge Angaben machen. Wir schauen uns das aber noch einmal an. Wo könnte man zum Beispiel so einen Schreibtischstuhl angeben? Da geht man einmal hier rein, sagt, das sind keine Finanzanlagen, das ist wahrscheinlich dein übriges Anlagevermögen. Klicke ich einmal hier drauf und dann sehe ich hier Abschreibung für übrige Wirtschaftsgüter ohne Gebäude und Kfz. Das trifft auf meinen Schreibtisch zu, zum Betriebsvermögen gehörend und dann kann ich hier draufklicken und dann habe ich die Möglichkeit, hier jetzt zum Beispiel die Anschaffung von Wirtschaftsgütern, deren Kosten über die Nutzungsdauer verteilt wird, wie zum Beispiel mein Schreibtisch, hier eine Angabe zu machen und hier kann ich dann meinen Schreibtisch eintragen, damit dieser Schreibtisch dann über die Benutzungsdauer quasi abgeschrieben wird und dann landen die Abschreibungsbeträge tatsächlich auch automatisch in der Anlage.
Anlage EÜR. Was hier noch spannend ist, du hast hier auch die Möglichkeit, Investitionsabzugsbeträge zu bilden. Du hast mit dem IAB tatsächlich die Möglichkeit, Abschreibungen zu bilden für Investitionen, die du erst in der Zukunft hast. Also es ist eine sehr gute Möglichkeit, tatsächlich heute Steuern zu sparen für Investitionen, die erst irgendwann mal kommen. Ich habe dazu ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Wenn du davon noch nie gehört hast, dann schau das Video unbedingt an. Hier an dieser Stelle nur der Hinweis, hier kannst du das Ganze tatsächlich eintragen. Das heißt, hier kannst du tatsächlich Einträge anlegen für mögliche zukünftige Investitionen, die du geplant hast in den nächsten Jahren, damit du die Kosten schon in diesem Jahr, also in dem Fall jetzt in der Steuererklärung 2023, berücksichtigen kannst. Wir gehen aber einmal zurück in die Einnahmenüberschussrechnung, weil wir haben uns jetzt einmal das Betriebsvermögen angeschaut und wenn du das hier ausgefüllt hast, hast du quasi die Anlage AVEÜR ausgefüllt. Was wir jetzt aber noch nicht gemacht haben, ist die ganz normale EÜR ausgefüllt und dafür müssen wir diese Felder ausfüllen. Und zwar Angaben zur Gewinnermittlung. Und zwar in erster Linie die Betriebseinnahmen und dann später hier die Betriebsausgaben. Es gibt in einigen bestimmten Fällen auch die Möglichkeit, Betriebsausgaben pauschal anzusetzen. Das trifft auf die allermeisten nicht zu. Dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung ein vertiefendes Video. Du kannst auch einmal hier klicken. Es gibt so ein paar Tätigkeiten hier. Nebenberufliche Tätigkeit von Künstlern, Schriftstellern und so weiter. Schriftstellerische und journalistische Tätigkeit, Kita-Pflege und Berufsbetreuer. Wenn du unter diese Berufsgruppen fällst, dann kann es sein, dass du keine Betriebsausgaben angeben musst, dass du das Ganze einfach pauschal machen kannst. Trifft auch die meisten von uns nicht zu. Dann tauchen hier nochmal die Investitionsabzugsbeträge auf und dann gibt es noch so ein paar Angaben zu, wurde im Wirtschaftsjahr die Gewinnermittlungsart gewechselt und so weiter. Darauf möchte ich nicht so im Detail eingehen. Was wir uns eher anschauen wollen, sind einmal die Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben, weil das ist ja auch der Kern der Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, wir klicken bei den Betriebseinnahmen einfach einmal hier drauf und dann sehen wir hier die Aufstellung und die Felder, die wir auch sehen bei unserer Anlage EÜR. Wir schauen uns das Formular noch einmal an. Das ist der Export aus dem Buchhaltungsprogramm. Da sehen wir auch Betriebseinnahmen plus die ganzen Felder. Das heißt, so ist die Steuererklärung aufgebaut und so ist natürlich auch Wieso-Steuer aufgebaut. Wenn ich jetzt Betriebseinnahmen zum allgemeinen Steuersatz habe, dann klicke ich hier drauf und kann jetzt hier die einzelnen Betriebseinnahmen eintragen. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, wenn ich jetzt jede einzelne Transaktion eintragen muss. Also hier das Datum, dann die Beschreibung, den Bruttobetrag und dann kommt der Nettobetrag und die Umsatzsteuer. Und das ergibt deswegen hier an der Stelle nur Sinn, wenn du unterjährig nicht schon eine Buchhaltung gemacht hast. Weil wenn du unterjährig eine Buchhaltung gemacht hast, und das schauen wir uns noch einmal an, und dann sagen wir hier einmal, wir wollen diese Angabe mittels formularbasierter Eingabe vornehmen, dann sieht dieser Bereich nämlich tatsächlich ein wenig anders aus. Und zwar klicken wir dann einmal hier drauf und wir gehen hier in die Betriebseinnahmen und dann ist der ganze Aufbau so ein kleines bisschen anders. Dann sieht das Ganze eher so aus wie das Formular von der Steuererklärung, also von Elster Online-Formular, um es mal so zu sagen. Dann klicken wir mal auf die umsatzsteuerpflichtigen Betriebseinnahmen und dann habe ich hier auch die Möglichkeit, einzelne Dinge anzugeben, aber vor allem kann ich auch einfach auf Gesamtbetrag eingeben und dann trage ich hier zum Beispiel einfach den Wert ein, den ich in meiner Berechnung habe. Zum Beispiel hier 33.000, kann ich das einfach rauskopieren und kopiere das dann Ganze einfach einmal hier rein. Und dann ist es abgeschlossen. Das kann ich natürlich nur machen, wenn ich vorher die ganze Buchhaltung schon gemacht habe. Wenn du die ganze Buchhaltung unterjährig nicht gemacht hast, dann würde ich immer vorschlagen, dass du hier sagst, die programmunterstützte Eingabe, weil dann hast du die Möglichkeit, alle einzelnen Transaktionen hier einzugeben. Und zwar gehen wir da jetzt noch wieder einmal zurück, Betriebseinnahmen. Und dann sieht das Ganze ja so aus. Das heißt zum allgemeinen Steuersatz und dann geben wir hier die einzelnen Transaktionen ein und er berechnet auch die Umsatzsteuer zum Beispiel direkt hier. Und dann macht man das Ganze mit den Betriebseinnahmen für 19% Umsatzsteuer, für 7% Umsatzsteuer und zu anderen Umsatzsteuersätzen gibt es ja unter Umständen. Es gibt hier noch so ein paar Besonderheiten, so Corona-Hilfen, Überbrückungshilfe und vergleichbare Zuschüsse. Das ganze Thema ist so schrecklich gewesen, wirklich buchhalterisch. Wenn du irgendwas mit Corona-Hilfen zu tun hattest, dann kannst du das wahrscheinlich unterstützen. Schreiben diese Aussage. Wenn du da noch irgendwas hast, dann musst du hier die Angabe machen. Ich hoffe, mit dem Jahr 2023 ist das dann auch final irgendwann abgeschlossen. Und das sind deine allgemeinen Betriebseinnahmen. Das ist aber nicht alles, was du tatsächlich versteuern musst, weil du musst auch die private Nutzung von Firmenequipment versteuern. Das häufigste Beispiel ist die Nutzung des Firmen-Kfz. Also wenn du einen Firmenwagen hast und den auch privat benutzt, dann musst du ja ein Fahrtenbuch führen oder wendest die 1%-Methode an und dann musst du tatsächlich Steuern dafür bezahlen, dass du dein Firmen-Kfz auch privat nutzen darfst oder nutzt. Und das Ganze musst du hier angeben. Private Nutzung von Fahrzeugen des Betriebsvermögens. Natürlich gibt es potenziell auch sonstige Sachnutzungs- und Leistungsentnahmen, wenn du in irgendeiner anderen Art und Weise zum Beispiel Firmenequipment benutzt oder wenn du dem Unternehmen einfach Dinge entnimmst.
Also du hast einen Gemüseladen und am Abend, nachdem du Feierabend gemacht hast, nimmst du halt einmal für die Familie das Essen mit. Denn entnimmst du ja auch Dinge dem Firmenvermögen und musst das dann versteuern. Weil du hast ja die Ausgabe, also den Einkauf, den Wareneinkauf, hast du ja abgesetzt von der Steuer. Und dann musst du die Entnahme halt auch einmal versteuern, damit tatsächlich in der Differenz denn das im Unternehmen bleibt, was tatsächlich auch fürs Unternehmen gebraucht wurde und nicht das, was du privat benutzt hast. Und auch das ganze Thema Verkauf und Entnahme von Anlagevermögen musst du einmal hier eintragen und hast hier die Möglichkeit, die Angaben dazu zu machen. Und dann gehört zu den Einnahmen nicht nur die eigentliche Einnahme im engsten Sinne, sondern auch die Umsatzsteuer. Wenn du einem Kunden zum Beispiel eine Rechnung schreibst für 1.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer, bekommst du ja nicht nur 1.000 Euro überwiesen, sondern 1.190 Euro. Und diese 190 Euro gehören ja auch zu deinen Betriebseinnahmen. Da du das Ganze hier in dem Fall vorher alles angegeben hast, hast du hier ja schon Angaben gemacht zur Umsatzsteuer, beziehungsweise das Ganze hat er berechnet. Das bedeutet, dass hier im nächsten Feld wird dieser Wert, also wie viel Umsatzsteuer du im Laufe eines Jahres berechnet hast und von deinen Kunden bekommen hast, wird automatisch berechnet und kannst du hier die Angaben noch jeweils machen. Und dann kann es auch unter Umständen sein, dass das Finanzamt dir irgendwann mal Umsatzsteuer erstattet hat. Also im Laufe des Jahres, zum Beispiel machst du eine quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung und in einem Quartal, beispielsweise dem zweiten Quartal 2023, kam eine Umsatzsteuererstattung als Ergebnis raus und hat das Finanzamt dir 300 Euro Umsatzsteuer überwiesen. Auch das musst du eintragen und zwar hier. Erstattete Umsatzsteuer vom Finanzamt, klickst du hier drauf und trägst das Datum und den Betrag hier einmal ein. Dann gibt es hier noch ein paar Besonderheiten, darauf möchte ich nicht so im Detail eingehen. Wie gesagt, du bekommst hier immer einen Hilfetext und wenn du Fragen hast, dann schreib auch gerne einen Kommentar einfach unter diesem Video und dann helfe ich dir gerne im Kommentarbereich weiter. Und wenn wir das alles ausgefüllt haben, dann haben wir unten einmal die Summe der Betriebseinnahmen und damit haben wir zumindest die Einnahmen von der Einnahmenüberschussrechnung eingetragen. Was jetzt natürlich fehlt, sind noch die Betriebsausgaben, damit wir tatsächlich auch am Ende eine Einnahmenüberschussrechnung haben. Und zwar finden wir die Betriebsausgaben hier. Der Aufbau ist ehrlicherweise komplett identisch. Das heißt, wir haben einmal allgemeine Betriebsausgaben, dazu gehören Waren, Rohstoffe, Hilfsmittel, dann haben wir bezogene Fremdleistungen und Personalkosten, dann haben wir einmal Abschreibungen, die füllen sich ja in der Regel automatisch aus, wenn du vorher das Betriebsvermögen eingegeben hast. Haben wir uns eben angeschaut, wenn du das da ausgefüllt hast, dann stehen hier schon Werte drin. Wenn da noch was fehlt, kannst du das Ganze aber hier auch noch einmal ergänzen. Und dann kommen wir zu den Fahrzeugkosten, das ist eine andere Kategorie, zu den Raumkosten und sonstigen Grundstücksaufwendungen, also rein praktisch Büromiete oder Lagerhallenmiete oder aber auch Homeoffice. Das heißt, wenn du kein separates Arbeitszimmer zu Hause hast, dann kannst du eine Homeoffice-Pauschale absetzen. Wie das genau funktioniert mit dem Homeoffice-Arbeitsplatz, dafür schau unbedingt auch mal unten in der Videobeschreibung vorbei, dafür habe ich nämlich auch ein Video aufgenommen. Aber wenn du die Homeoffice-Pauschale ansetzen möchtest, dann kannst du das Ganze hier machen. Wenn du aber ein separates Arbeitszimmer hast, dann klickst du hier einmal auf Ja und hast dann hier die Möglichkeiten, die ganzen Angaben zu deiner Miete und Nebenkosten und so weiter anzugeben und hier zu berechnen, wie viel du davon dann hier als Betriebsausgabe absetzen kannst. Und genau so ist das ganze Formular aufgefüllt. Also hier zurückgezahlte Corona-Hilfen, sonstige Betriebsausgaben für Porto, Telefon, Bürobedarf und immer wenn du hier reinklickst, gliedert sich das halt nochmal deutlich weiter auf. Das heißt, du hast hier viele, viele, viele Felder, die du ausfüllen kannst, wo du wirklich all die Ausgaben, die du hast, eintragen kannst. Und vielleicht schauen wir uns das im Detail doch noch hier einmal an. Sonstige Betriebsausgaben, wenn du zum Beispiel auf eine Fortbildung gehst oder eine Messe besuchst und so weiter, dann kannst du hier die einzelnen Rechnungen tatsächlich jeweils eintragen mit Steuersatz. Mit dieser programmunterstützten Eingabe kannst du wirklich sowas wie deine Buchhaltung einmal im Jahr machen. Und das Ganze geht eigentlich immer dann, entweder wenn du umsatzsteuerfreie Umsätze hast, Kleinunternehmer bist oder nur einmal im Jahr eine Umsatzsteuervoranmeldung, also eine Umsatzsteuerjahreserklärung machen musst, dann kannst du das Ganze tatsächlich einfach hier einmal im Jahr machen. Wenn du Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst, dann musst du auch unterjährlich irgendwie das Ganze ermitteln und einmal ans Finanzamt übermitteln. Spätestens dann brauchst du ein Buchhaltungsprogramm. Und dann haben wir hier unten nochmal eine Besonderheit und zwar beschränkt abziehbare Betriebsausgaben, denn es gibt bestimmte Ausgaben, die du nicht zu 100% abziehen kannst. Zum Beispiel Geschenke an Geschäftspartner kannst du für letztes Jahr immer nur dann absetzen, wenn du dem Geschäftspartner in einem Jahr nicht mehr als 35 Euro an Wert geschenkt hast. Wenn es darüber hinausgeht pro Geschäftspartner, dann kannst du das Ganze nicht abziehen. Das heißt, du musst da unter Umständen unterjährig
nochmal umbuchen. Bewirtungskosten kannst du nur zu 70% absetzen, 30% musst du quasi selbst tragen, heißt also, dürfen den Gewinn nicht mindern, sind also nicht abziehbar und so weiter. Das heißt, all diese ganzen Angaben kannst du hier machen. Das meiste wird tatsächlich vollständig automatisch allein berechnet. Und wenn du das alles gemacht hast, hast du hier die Summe der Betriebsausgaben. Das heißt, wir haben jetzt einmal die Betriebseinnahmen angegeben und einmal die Betriebsausgaben. Und die Differenz dazu ist dann der Überschuss. Das heißt, dein Gewinn. Und der Gewinn ist dann die Berechnungsgrundlage für die Einkommensteuer. Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende. Und damit haben wir jetzt gerade in Visosteuer die Anlage S, die Anlage EÜR und die Anlage AVEÜR gemeinsam durchgearbeitet. Es sieht ehrlicherweise, wenn du gewerbetreibend bist, fast identisch aus. Dann hättest du halt die Anlage G, Anlage EÜR und AVEÜR ausgefüllt. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du jetzt noch Fragen hast zu Selbstständigkeit, zur EÜR, zu Visosteuer, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du jetzt sagst, Visosteuer sieht aber echt ganz nett aus, dann schau mal den Link unten in der Videobeschreibung an, melde dich an und leg direkt los. Und ansonsten findest du auch eine ganze Reihe von weiteren Empfehlungen unter diesem Video. Ein Bankkonto, ein Buchhaltungsprogramm, ein Rechnungsprogramm, eine Suche für einen Steuerberater und so weiter. Schau da gerne vorbei oder klick einfach direkt hier. Und jetzt könntest du, so um runterzukommen, zur Ablenkung, vielleicht einfach ein weiteres Video anschauen. Wir haben hier hunderte Videos schon veröffentlicht, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.